So, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, das war Horrornacht. Ich kann euch was sagen. Es ist 4.30 Uhr ungefähr. Ich habe die ganze Nacht wirklich brutal schlecht geschlafen. Da ist der Übeltäter. Das ist mir gestern gar nicht so wirklich bewusst gewesen oder gar nicht so richtig aufgefallen, dass die Teile da stehen. Ich habe das in der Nacht bitterböse bereut. Also ich habe einen richtigen Drehwurm oder weiß nicht, wie man das sagen sollte, keine Ahnung. Also dieses Geräusch, das, ich glaube, ich bringe das nicht mehr weg. So. Darum schauen wir, dass wir wegkommen. Das schaut super aus. Passt es, da hat auch keiner was gemacht, der sitzt. Reifendruck ist auch in Ordnung. Ja, Lichter passen. Passt auch. Genau, alles gut. Ist auch in Ordnung. So. Gut ist. Eine in die gute Stube. Also mit den Windrädern habe ich momentan ein bisschen, weiß ich nicht, Handicap oder keine Ahnung. So, jetzt schauen wir uns schnell auf die Karten. Wir haben eine Fahrzeit von 9,5 Stunden, das heißt heute eine 9er, wenn ich die Pause mitrechnen, so wie ich das mache, so wie das viele machen. Wir stehen hier vor Gyor, oder je nachdem, wie man das richtig ausspricht. Wir fahren unterhalb von Wien, rein nach Österreich über Linz, hallo, über die Heimat. Genau, Salzburg, wunderschöne Salzburg, runter nach Innsbruck. Das ist aber nicht das deutsche Eck. Oder doch? Doch. Ja, über das deutsche Eck. Auf der A8 draußen in Deutschland. Über die A12 rein nach Innsbruck. Und werden dort dann uploaden. Ja. Und dürfen wir schauen, dass wir weiterkommen. Ja, es ist Donnerstag, das heißt, es geht schon Richtung Wochenende. Das ist ja eine ganz super Sache. Sag einmal. So, muss ich kurz was checken da noch. Ja. Verkehr. Der lässt mir außer der freundliche her. Ja. Ja, ist ja ganz dringend, dass ich wieder mal in die Zentrale zurückkomme.
mein Essensvorrat etc. und so weiter, Kaffeekapseln, alles ist gar. Oder beinahe, muss ich eigentlich sagen. Ich habe da auf der Tankstelle vorhin habe ich zuerst mir eine Wurstsemmel, so sagen wir in Österreich, gekauft. Also ein Brötchen mit Wurst. Also ich kann euch nur sagen, da schmeckt mir der Kaffee auch wieder, den ich da gekriegt habe auf diverse Tankstellen. Da haben wir einen Tempomat rein, nachdem er so gut geht. Ja, der Hunger, der jagt es aber runter. Und es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, in der Not frisst der Teufel die Fliegen. Genauso geht es mir mit dem Wurstsemmel da. Ja, in der Nacht hat es geregnet. Da hat mir aber der Regen nicht so sehr gestört, wie dieses Surren von diesen Windrädern. Vorher bin ich jetzt noch ganz betäubt. Ganz wie war im... Was war das jetzt? War das Martini? Also ich würde jetzt wirklich glauben, dass das der Da von Martini war, der Mitarbeiter vom Tom. Sachen gibt's. Der Daniel, aber der ist wirklich gut, der ist stark unterwegs. Der Tom hat wirklich seine Freude mit ihm, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei, der hat jetzt eine Freundin, dieser Daniel. Hat mir der Tom erzählt, den würde ich so einschätzen, den Burschen, wenn der mal wirklich Familie hat etc. und so weiter, ihr wisst schon, da schaut die Welt dann wieder ganz anders aus. Wenn das erste Kind da ist, geht es um Dinge wie Väterkarenz und solche Blödsinnigkeiten, die es halt gibt. Okay, eigentlich hätte ich da rechts fahren sollen, oder? Na, bin ich gespannt, ob die Polizei kommt. Na, denen ist die Seenotsbude jetzt um die Zeit. Die schlafen Männer. Endlich wieder in der Heimat. Wahnsinn. Ist immer wieder super, wenn man wieder nach Hause kommt.
Ganz böse Lex. So. Hochstraße, das ist im Winter, da wo wir da jetzt unterwegs sind, Aland, das ist praktisch Umfahrung Wien, da ist im Winter immer die Hölle los, also das ist eine leichte Steigung und wenn da Schnee liegt, da steht alles. Also da ist immer Chaos. Gestern Abend im LKW habe ich dann ein paar Fotos angeschaut, die der Christian von Hansik runtergeschickt hat. Der war da in Hannover letztes Wochenende beim Drachenbootrennen. Der hat ein paar ganz gute Fotos und auch Videos geschickt. Super Sache. Steht wieder der Kollege. Mein Gott. Ihr habt auch nichts Besseres zu tun, oder? Ihr Wascheln.
Da geht es rechts nach Melk, das ist ein wunderschöner Stift in Melk. Kann man sich auf alle Fälle mal anschauen, da sieht man sehr. Ups. Aufpassen, dass ich keinen Blödsinn fahre. Es ist wirklich, wirklich eine schöne Sache. Große Bücherei und so. Wieder die Polizei, was ist da los? Und ein typisches Erscheinungsbild auf Österreichs Autobahnen ist dieser wahnsinnige Zaun, diese Lärmschutzwand, mit der alles zugekleistert ist, dass man ja nichts mehr sieht. Lärmschutz ist schon recht und schön, nur es ist definitiv so, wo dahinter keine Anrainer, keine Wohnhäuser sind, sondern nichts. Frage mir, wer da den riesen Vorteil hat, außer der, der den Sand verkauft. Sehr unvorstellbar. Ja, lassen halt aus, meine Güte. So, da geht's schon Richtung Oberösterreich. Siehst du? Linz ist auch schon angeschrieben. Geht dahin. Spätestens 10, kurz vor 10. Da liegen wir eigentlich super in der Zeit. Sie waren am Attersee, ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt. Attersee ist ein ganz bekanntes Taucherparadies. Es ist ganz in meiner Nähe. Wo ich zu Hause bin.
Staats irgendwie ein bisschen. Navi sagt noch rechts, sehr interessant. Warum noch rechts? Na, sicher nicht. Schaut euch das an. So, genau, da kommen wir jetzt gleich auf die Grenze. So ist es. So ist es. Kimsim, sind wir auch schon mal gestanden, könnt ihr euch erinnern, mit der Black Beauty, habe ich da schon mal Pause gemacht.
So, und wieder retour in Österreich. Das berühmte deutsche Eck, das große deutsche Eck, erledigt. Können wir das Hackerl drunter setzen? Und dann haben wir auch nicht mehr weit bis Innsbruck. Ja, liegen wir wirklich gut in der Zeit. Das passt für heute noch. Wir haben dort in Innsbruck geschlafen und morgen dann retour nach Linz in die Garage. Autopflege, Schmieren etc. und so weiter, alles was notwendig ist. Den Peter anrufen, ob das Server weg ist. Ein paar administrative Dinge wären auch zu erledigen. So, da fahren wir jetzt raus. Da vorne steht's.
Sehr gut übersehen. So. Und zusammen im Heiligen Land. So wie die Tiroler sagen. Bist du Tiroler, bist du ein Mensch, bist keiner, bist du Arsch. Da komm, schalt um. Dort. Geh weiter, ich will da nicht in Pension gehen. Genau, schon wieder rot. Meine Güte. Lass mir nicht eine. Es hat solche festen Idioten, wirklich. Schau dir das an. Ich glaube kein Mensch. So. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Stehen bei Eurogoodies.
Ja, stehen natürlich Saublätter. Ja, sehr klar. Sehr völlig klar. Völlig klar. So. Schaut ja nicht so schlecht aus. Ein bisschen auskorrigieren da. Gutes. So, Leute, wir haben abgeladen, besser gesagt den Hänger abgestellt, den Auflieger abgestellt. Jetzt schauen wir ganz kurz, ob wir da irgendwo was finden, wo wir uns hinstellen können. Innsbruck, lass mich überlegen, Innsbruck ist doch... Schauen wir im Navi, was da los ist auf der Karten. In Innsbruck kann ich mich erinnern. Da könnten wir uns ein Zimmer nehmen können. Das wäre Idee. So, Dusche wäre nicht schlecht. Und irgendwas Anständiges zum Essen wäre auch nicht schlecht. Und aufgrund dessen schlafen wir heute einmal nicht im Arktos. Boah! Was war das? Sondern wir stellen uns dazu die zwei roten Duffs, zu die 105er, dass bloß werden. Die Burschen. Genau. So. Sehr gut. So, ich freue mich jetzt wirklich auf die Dusche. Und sag danke fürs Zuschauen. Morgen geht es noch, wie gesagt, zu mir heim in die Werkstätte nach Linz. Ein paar diverse Tätigkeiten verrichten. Bis an Schreibkram und so weiter. Ja. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Hermi.